Way, wunderschönen guten Tag zurück zu The Vanishing of Ethan Carter. Und ja, ich bin immer noch wieder, mein Gott, immer noch wieder vor allen Dingen. Ja, hier ist eine Weggabelung und wir folgen jetzt einfach mal dem Matschweg nach oben. Weil ich das Gefühl habe, dass ich gerne hier lang gehen möchte und weil ich sowieso nicht weiß, ob das richtig ist oder nicht. Und wir wären so oder so hier lang gekommen. Dann möchte ich doch aber gerne wissen, wo es hier noch hingeht. Ne, hier wäre noch eine Gabelung gewesen. Hä? Krass, Alter. Hier ist wieder so ein Häuschen, so ein Transformatoren-Umschalthäuschen oder so. Keine Ahnung. Was ist das denn? Was ist das? Sieht auf jeden Fall gefährlich aus und wir können damit auch nicht interagieren, also. So, hier geht es auch so ein Matschweg hoch. Heißt das jetzt? Es spielt keine Rolle, welchen Weg man genommen hätte. Man wäre immer auf dasselbe rausgekommen. Ja, hä? Wahrscheinlich. Gut zu wissen. Siehst du, weil hier sind wir gerade wieder runter, ne? Und da... Oh, mein Auge, Junge. Entschuldigung. Und da, geht das weiter. Also ich laufe jetzt einfach mal hier weiter hoch. Ich habe das Gefühl, das ist auch der einzigste Weg, den wir gehen können. Ich laufe mal ein bisschen langsamer. Jetzt könnte ja was Entscheidendes kommen. Ist schon geil, ey. What do the dead have to say? You'd be surprised by how little they know. The dead can't explain what it means to be dead. They walk down stairs that disappear beneath their feet, headed for some bright blade of memory they'll never reach. Okay. Ich dachte jetzt, dass wir nach unten kommen, da wo der Damm war, aber irgendwie ist das ja nicht so der Fall, ne? Und ich habe jetzt auch gedacht, dass alle 5 Minuten irgendwie diese Portalscheiße kommt, aber ist auch nicht so. Oder das Spiel ist so groß, dass man halt einfach, dass, ich gehe mal eben abseits des Weges ein bisschen erkunden. Weil das natürlich eine super gute Idee ist. Ich möchte gerne wissen, ob es hier irgendwo hingeht, aber ich denke mal nicht. Hier wird wahrscheinlich Ende sein. Ja. Okay, aber dann haben wir das auf jeden Fall auch ausprobiert, wo man noch hingehen kann. Na, hier ist Ende. Okay, also wir sollten uns dann doch an den Weg halten. Aber ich finde die Option schon mal geil, dass man ein bisschen abseits des Weges laufen kann. Das ist aber nicht da, wo wir gerade waren, ey. Hä, wo kommt das denn jetzt her? Das ist eine Kirche, ne? Das ist ein bisschen, bitte, bitte, was kommt denn jetzt, ey? Okay, da ist wieder Weg, aber hier muss man ja hingehen. Tut mir leid, also... Und hier ist der dazugehörige Friedhof. Ich weiß noch nicht, ob wir in die Kirche reingehen können. Ja, können wir. Laufen wir erstmal ein bisschen über den Friedhof. Ist ein ziemlich cooler Friedhof, wenn ich ehrlich bin. Hi. Okay.
Sollte man jetzt da erstmal mal gucken? Können wir ja mal machen. Wobei ich nicht erwarte, dass hier viel zu sehen gibt. Weil wir wahrscheinlich in die Kirche müssen. Das ist auch ein Weg, aber der wird nur einmal rumführen. Was ist das hier? Irgendwelche Symbole. Flügel der Krähe, Krähenfuß, Symbol, Todesrune, Hexenfuß, Opfer für was? Siegel. Siegel. Ja, toll. Untersuchen. Mörtel, Kelle, Ziegelhaufen. Arbeit. Unterbrochen. Schubkarre. Ja, dann hast du gut erkannt. Cleveres Bürschchen bisher, ne? Alter, da geht runter und da jetzt hier Sachen war. Ich gehe doch mal eben lieber erst in die Kirche. Nicht, dass wir da nicht reingehen können, weil wir da gleich wieder irgendwie. Wir wissen ja mittlerweile, dass man auf einmal irgendwo anders auskommt. So, pst, Ruhe jetzt. Bisschen dunkel hier drin, oder meine ich das nur? Okay, hier ist gar nichts, so wie es aussieht. Echt einfach nur eine verlassene Kirche. Aber ja, toll. Schön, schön. Freut mich doch sehr. Dann gehen wir halt hier runter. Ist ja viel besser. Ich sehe absolut nichts, ey. Aha. Griff, 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 Griff. Krähe, Krähe, Krähe? Ziehen. Krähe, 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 Krähe. Wo denn? Wo denn? Neben irgendeinem Grab draußen. Da ist er. Okay. Ja, ich glaube, ich weiß, wo das ist. Ich glaube, ich weiß, wo das ist. Wenn es nur eine von den Statuen gibt, heißt das, ne? Das wäre ja die. So, und dann war das ungefähr da. Okay, das war ja gar nicht, das war ja eigentlich ganz gut, ne? Gar nicht so doof, dass wir uns die Statue vorher angeguckt haben, nicht wahr? Ja, ihr habt überlegt gelacht, aber ja, siehst du mal, ne? So. Fixieren. Ziehen. Oh, krass. Also erstmal finde ich die Technik für, also die Belichtungstechnik hier sehr extrem. Könnte man sagen. Möchte ich dich wirklich untersuchen? Ich bin mir nicht sicher. Okay. Ein Dolch mit auch einer Krähe, oder was? Todesursache? Brustwunde, kein Blut, Postmortem. Schnitt im Gesicht, geringe Blutung. Leicht. Blutstreifen, Rückenwunde. Ein Angreifer, mehrere Angreifer. Berühren. Bin mir nicht sicher, was mir das sagt? Was sagt mir das denn jetzt hier? Was habe ich denn davon, wenn ich das mache? Was habe ich davon? Kann mir das mal jemand erklären? Toll, ja, geil.
Hat er irgendwas in den Flossen oder so? Kann ich nicht sehen. Natürlich toll. Ja, vor allen Dingen, ich habe ja jetzt den Dolch bekommen, wovon ich auch keine Ahnung habe, was ich damit machen soll. Passiert da jetzt irgendwas? Nee, ne? Aber wenn man das im Hintergrund hat, dann... Auch nicht. Tut mir leid, ich weiß leider nicht, was das soll. Wir machen jetzt hier einen Cut. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssen.